Das ist eine Sauna? Meine Damen und Herren, Sie sind offiziell am Nordkap. Dass mir alle hier tierisch auf den Sack gehen. Und rein in das Ding! Meine Damen und Herren, die Reise geht gleich los. Es ist 13.55 Uhr und um 15 Uhr fliegen wir nach Stockholm. Das heißt, wir sitzen noch ein bisschen am Flughafen, bevor es losgeht. Jeder macht hier so seinen Scheiß. Andi ist gut. Ava macht irgendwas am Handy und Ralf, keine Ahnung, der ist verschwunden. Wir bereiten uns sozusagen mental darauf vor. Die Reise hierher war schon mal auf jeden Fall sehr gut. Die Stimmung ist grandios. Wir waren jetzt gerade erstmal einkaufen und sind jetzt auf dem Weg zur ersten Unterkunft. Wir sind heute nicht ganz so weit gefahren, nur ich glaube 160 Kilometer oder so in dem Dreh. Und wir haben wieder das ganze Süßigkeitenregal leer gemacht, alles mögliche an Fanta und Cola gekauft. Andi hat heute eine ganze Palette Cola gekauft, eine ganze. Es wird spannend, diese Reise, es wird sehr spannend. Was ich ganz vergessen habe, worauf Andreas mich gerade hingewiesen hat, wir haben einen Wegbegleiter. Das Maskottchen dieser Reise nennt sich Fridolin. Und Fridolin wurde dort unten gefunden von diesem wunderschönen Mensch aus der Spiegelung. Andreas, begrüß doch einfach mal Fridolin. Hallo, Fridolin. Wir sind in der Unterkunft angekommen. Und Andreas und ich, wir teilen uns mal wieder ein Zimmer. Das heißt, das wird mal wieder grandios. Jetzt haben wir hier folgende Situation, die sich herausstellt. Ich habe das Löwenbett. Andreas hat das Bett mit dem... Was ist das für ein Tier? Wir versuchen das gerade rauszufinden. Zur Wahl stehen Büffel oder Bison. Bison. Was ist das? Schreibt's in die Kommentare. Schönen guten Morgen zu Tag 2. Wir haben die ersten 200 Kilometer runter und machen gerade eine Pause. Wir haben uns hier mal so einen schönen, ja, wie Andreas gerade so festgestellt hat, einen See. Ist noch alles gefroren hier. Das ist schon schicki. Wir haben jetzt noch ungefähr 450 Kilometer über und morgen sind wir quasi dann schon in Norwegen. Andreas ist übrigens mit Schlappen und Jogginganz unterwegs. Richtig im Stile des Ostens. Andreas, du bist auch richtig getarnt. Du fällst gar nicht auf, wenn du da lang gehst. So. Ich hab Sicherheitsschuhe an. Sicherheitsanzug an, steht dein Problem nicht. Spitze. Paul, das kannst du ruhig mit reinschneiden, dass mir alle hier tierisch auf den Sack gehen. So, die ersten 700 Kilometer sind runter, also die ersten 1000 jetzt fast. Und jetzt gerade kurz vor Finnland Richtung Norwegen. Haben gerade die Unterkunft bekommen. Das ist übrigens unsere Unterkunft. Das ist einfach richtig crazy. Das ist halt 80 Euro. Für 4 Mann, eine Nacht. Völlig bescheuert. Abgefahren. Mal so ein kleiner Zwischenbericht von der Reise, die wir jetzt getätigt haben. Gestern sind wir in Stockholm gelandet. Und ich zeige euch mal, was wir jetzt alles so gefahren sind bis dato. Denn das ist gar nicht so wenig. Wir sind gestern hier unten in Stockholm angekommen. Sind dann 1 Stunde 45 nach Gävle gefahren. Und von Gävle sind wir dann hier an der Küste der Ostsee hochgefahren auf der E4 nach Pitee. Das ist, genau, Pitee. Und das waren jetzt 855 Kilometer, die wir gefahren sind. Und jetzt sind wir bei uns hier in der Unterkunft. Und morgen ist der Plan, und da gibt es dann nochmal ein Update, fahren wir bis Alta und das liegt hier oben. Und dann sind wir nicht mehr so weit weg vom Nordkap. Das wird sehr interessant. Wir sind heute den ganzen Tag gefahren und es war alles so schön frei, der ganze Himmel, so dass man vielleicht noch mal ein paar Fotos machen kann vom Sternenhimmel und so und ein paar Polarlichter sehen kann, weil es ist ja Saison. Und jetzt ist das alles zugezogen. Mal gucken, wir werden bestimmt noch mal einen Abend haben in den nächsten 2 Wochen, wo das geht. Wir gucken auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen Nesca, weil Sonntag läuft ja immer Nesca aus und wir sitzen alle zusammen im Wohnzimmer und ziehen uns Nesca rein. Und dann geht's ja schlafen, weil morgen ist auch noch mal ein langer Trip. Wir fahren morgen noch mal 600 Kilometer. Ach, ja, ach shit. Richtig. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist Tag 3. Wir sind jetzt auf dem Weg für 700. Kannst du hier kurz draufhalten? Für 700 knapp. Wir fahren jetzt nach Norwegen, nach Alta.
und sind dann quasi ein, zwei Stunden Trip vor dem Nordkap. Wir fahren erstmal los. Bis später. Wir wollten gerade noch, bevor wir nach Norwegen fahren, den Pfand wegbringen im letzten Coop in Schweden. Und wir haben natürlich so viel Glück, dass wir den einzigen Automaten oder den einzigen Laden gefunden haben, wo gerade die Pfandautomaten gewartet werden. Ach, schön. Das ist übrigens unser Auto, wie wir die ganze Zeit reisen. Unser Pfand, den wir nicht wegbringen konnten. Der ganze Stuff, den wir jetzt gekauft haben. Und hier hinten ist auch alles rammelvoll. Und Sitzposition auch. Aber der Gag an der ganzen Sache, warum ich eigentlich das hier angemacht habe, ist, das sind schwedische Käsebrötchen, by the way. Andy, not amused. Man könnte meinen, wir leben am Limit, weil, naja, da ist nichts mehr drin. Wir haben noch 90 Kilometer Reichweite und die Tankstelle ist, irgendwo da hinten in weiß der Geier, wie viele Kilometer. Wir sind übrigens im Polarkreis angekommen und machen gerade eine wunderschöne Pause hier in einer Parkbucht. Ich möchte kurz fotografieren, die anderen sind kurz schiffen und wir haben heute noch 439 Kilometer offen bis zu unserer Unterkunft. Und es ist alles nur so und wir sind super, super selten in Begleitung anderer Autos. Das ist schon ein bisschen geil. Wir machen übrigens gerade eine Pause. Wir sind vorhin über die Grenze rübergefahren, das habt ihr ja gesehen. Und Ava hat diesen zugefrorenen See gesehen und wir haben einen Parkplatz. Und das Einzige, was Andi hier wieder macht, ist nicht ausnahmsweise Kunstfotografie. Nein, er hat das Scheißhaus im Wald gefunden. Andi, übrigens zugefrorener See, ne? Andi möchte, dass ich mit dem unserem Quadro darüber fahre, auf die andere Seite. Aber ich bin noch dagegen. Wobei ich schon gern das mal ausprobieren wollen würde. Andi ist auch der Abenteuerlustige. Der rennt einfach hier so in die ganzen Hütten, die so in den Wäldern stehen und erkundet die. Lebst du noch, Andi? Geht? Naja, muss ich noch mal rauskommen. Das ist eine Sauna? Nee. Hör auf. Du weißt, ich wiege so viel. Ich kann nicht durch den Schnee. Das ist ja auch geil, weißt du, wenn das so vorne Scheißhaus, hier eine Sauna und öffentlich zugänglich für alle. Oh, das könnte tatsächlich. Aber die wird wahrscheinlich nicht mehr benutzt. Das ist hier dein Kessel, hier musst du aufgießen? Ja, ja, ist eine Sauna. Ja. Keine Nummer, Alter. Andi ist einfach der Fundmensch. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Auto. Weiter Richtung Norway. Wir sind gerade im Nationalpark in Lappland und das erste, was wir sehen, sind Rentiere. Und es ist einfach nichts los. Kein Auto, gar nichts. Aber Rentiere. Hi. Andi feigst sich gerade einen ab, weil er hinten aufs iPhone gucken kann, was ich aufnehme. Ja. Spitze. Wir sind jetzt in der Unterkunft angekommen. Wir sind in einem privaten Haus, was normalerweise bewohnt ist. Ich glaube, das ist hier sowas wie ein Bauernhof. Also zumindest sieht es so aus, weil hier viele Geräte sind. Und hinten raus ist noch ein weiteres Haus. Und der Besitzer ist einfach gar nicht zugegen. Und wohnt hier aber drin. Also hier hängen auch so Bilder von seiner Frau mit ihm und Kinder. Und ist eine wilde Unterkunft. Ich meine, ist nur für eine Nacht pennen, aber ist wild. Und für euch jetzt ganz kurz mal ein Abriss. Wir sind gestern im Vlog waren wir hier und heute sind wir hier oben. Und morgen schlafen wir hier irgendwo da an dem Fitzel, dass wir nicht mehr so weit zum Nordkap haben. Also wir müssen nicht mehr so weit fahren. Aber overall sind wir jetzt 1500 Kilometer gefahren und das mit einem und einem Vierteltank. Ziemlich fancy. Wir essen jetzt Abendbrot und dann geht's ins Bett und dann sehen wir uns morgen früh. Hallo und schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind aufgestanden und haben
uns gerade fertig gemacht. Wir wollten sehr schnell von dem Ort weg, wie ich euch erzählt hatte, waren wir jetzt in einem Haus drin, wo jemand gelebt hat. Der gute Jörn lebt selber in dem Haus und hat irgendwie... Es ist eine sehr interessante Gegebenheit. Also er arbeitet nicht mehr so viel, weil bei seinem Job ist nicht mehr so viel zu tun. Und damit er sich ein bisschen was dazu verdient, vermietet er das Haus, in dem er halt selber lebt. Und wir wollten halt einfach ganz schnell weg, weil das ein sehr komisches Gefühl ist, in einem Haus zu sein, wo jemand lebt. Und naja, Jörn ist auch ein bisschen jünger. Das war halt nichts vorbereitet, das mussten wir alles selber holen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren jetzt heute 229 Kilometer zum Nordkap und dann fahren wir im Anschluss zu unserer Unterkunft. Das heißt, los geht's für 229 Kilometer. Andreas, kannst du kurz, 229 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Das dauert halt 3 Stunden, weil in Norwegen ist es einfach so, dass man nur 60 bzw. 80 fahren darf. Und das dauert ein bisschen. Bis später. Sind gerade auf dem Weg zum Nordkap und was finden wir? Rentiere, die machen so ihr Ding ganz gemütlich. Die haben auch Vorfahrt, habe ich gerade gelernt. Ja. Du nicht? Hallo! Wir sind gerade unter dem Pazifischen Ozean. Zählt das eigentlich jetzt schon als Baden oder nicht? Also, falls ihr mal hier gucken könnt auf der Karte. Das ist übrigens der Atlantische Ozean. Habe ich ja gerade gesagt. Ach so, okay. Atlantische Ozean. Hallo Kamera, kannst du kurz mal... So, hier? Ja! Kameramann! Also ich bin kein Influencer. Wir sind unter dem Atlantischen Ozean für noch, ich glaube, 5 Kilometer. Wir fahren gerade Berg wieder hoch. Also wir sind gleich wieder draußen und es sind nur noch 49 Kilometer bis zum Nordkap. Das Wetter ist sehr durchwachsen, man sieht nichts. Was ist los? Paul, schön, dass du da bist. Ja? Wusstest du eigentlich, dass Andi ein richtiger Macher ist und die ganze Zeit ohne Motorhaube filmt für dich? Extra für dich. Schwager, ich habe mir einmal diese hässliche Motorhaube mit abgefilmt. Ja, jedes Mal, wenn du mir das Ding in die Hand kriegst, aber ohne Motorhaube. Wir sind fast am Nordkap, es sind nur noch 37 Kilometer. Wir müssen hier diesem wunderschönen und netten Mann da vorne folgen in dem Fahrzeug. Weil die regeln hier den Verkehr, weil im Tunnel Bauarbeiten sind. Und man darf hier nicht von alleine durchfahren bzw. reinfahren, was ich total interessant finde. Und der Dude, der jetzt vorne fährt, der fährt jetzt in die eine Richtung, holt von dort die Leute ab und fährt in die andere Richtung, holt dort die Leute ab. Das ist so sein Job für heute. Also, meine Damen und Herren, Sie sind offiziell am Nordkap. Wir haben es geschafft. Wir sind am Nordkap. Wir sind die einzigen Vollidioten, die bei diesem Wetter hier hinfahren. Also es windet extrem. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Es ist schweinekalt, obwohl eigentlich nur 0 Grad sind. Aber hier geht es richtig nach vorne. Die Fahrt hierher war schon sehr interessant. Ist im Winter nicht so zu empfehlen. Nee, könnte man im Sommer machen. Ich wundere mich auch die ganze Zeit, warum es so richtig los ist. Das ist eigenartig. Wir waren jetzt am Nordkap. Es
war sehr windig. Also ich glaube, das war das Windigste, was ich je mitgemacht habe. Und wir sind jetzt auf dem Weg wieder zur Unterkunft. Also wir haben jetzt noch 123 Kilometer, die wir fahren müssen. Wir fahren jetzt vorher noch einkaufen, dass wir kochen können und alles. Wir werden heute, also wir bleiben jetzt 2 Nächte in der Unterkunft, damit wir da in den Atlantik hüpfen können. So der Plan. Wobei ich glaube, heute haben wir diesen Plan verworfen, weil es echt richtig windig ist und gefühlt die Nippel abfallen, wenn du nur dich in den Wind stellst. Aber es wird auf jeden Fall interessant bleiben, wie wir jetzt hier wieder zurückkommen. Denn es ist wirklich sehr, sehr windig und die Straße ist, naja, mal gucken. Wir haben nicht umsonst ein Quadro. Also los! Hier mal ein kleines Update zu unserer Fahrt. Wir sind in Stockholm gestartet, nach Gävle gefahren, am ersten Tag, als wir gelandet sind. Dann sind wir bis hier hochgefahren, nach Pite. Von Pite am nächsten Tag dann hier hoch nach Alta in Norwegen. Dann sind wir gestern zum Nordkap gefahren, um dann wieder hier runter zu fahren, um an diesem kleinen, wunderschönen, idyllischen Örtchen unsere Zeit zu verbringen. Und wir sind gerade völlig alleine hier auf dieser Halbinsel. Wir werden dann gleich hier unten baden, um dann unser Subgoal oder das Subgoal, was erreicht wurde, einzulösen. Bleibt gespannt, was das wird. Es ist die Zeit gekommen, wo wir genau das tun müssen, warum wir eigentlich diese Reise angetreten haben. Es gab nämlich mal vor langer Zeit zu Weihnachten ein wunderschönes Subgoal. Und das Subgoal war, ans Nordkap zu fahren und in den Atlantik zu hüpfen. Und das machen wir genau jetzt. Wir werden jetzt gleich hier runtergehen, dahin, an den Strand und in den Atlantik hüpfen. Denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Der Moment vor dem Desaster. Andi, richtig gut gelaunt. Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Aber geht nochmal schnell Fotos machen, weil der hüpft ja nicht mit rein. Ralfs Stimmung, Ralf, neutral. Zum Glück haben wir Kameramann Ava mit dabei. Das wird spitzenmäßig. Ava, du bist glücklich, dass du es nicht musst, oder? Finde ich auch. Okay. Ich werde das nämlich nicht schaffen. Du hast die Finger ja schon reingesteckt. Wie kalt ist es denn? Nee, erzähl's mir nicht. Guck mal an, was ich hier mit Kuppel habe. Und rein in das Ding! So, Herr Lentes, wie war's? Herr Lentes? Ja, es war gut. Also ich habe mich ja im Gegensatz zu den anderen vorbereitet darauf und war die letzten 2 Jahre wirklich arschkalt duschen. So, dann kann man sich immer noch mal hinlegen. So, die Sonne noch mal genießen. Ah! Oh, ist das schön. Die 2 Badenixen am Sonnen. Hallo, ich höre mal. Also ich würde sagen, hier draußen ist es echt okay. Sonnengelbe mitgebracht? Ja, oben. Ist ja nicht schlimm, oder? Ja, draußen geht's, drinnen auch. Nee, drinnen, ja, es ist kalt, aber es geht. Ralf, beim zweiten Mal ist noch wärmer hier. Na klar! Ja, ist ja. Berlin Mexiko. Zelebrieren wir das jetzt noch, ja. Ja. Sollen wir einen Schneeengel machen, hä? Ich hab vorhin nicht so Ich hab eine Freundin, die macht das regelmäßig. Ja.
die hat auch nicht mehr alle Latten.